Vor 3 Jahren hat Milchbauer Anton Sager von konventionell auf Bio umgestellt. Er hat Glück. Seit letztem Jahr liefert er seine Biomilch an die oberbayerische Molkerei Andechser und bekommt rund 12 Cent mehr für den Liter. Doch vor einigen Tagen bekam er einen Brief. Wegen der unplanmäßigen Biomilchverwertungssituation fordert ihn die Molkerei auf, seine Biomilchmengen in den nächsten Wochen und Monaten möglichst gering zu halten. Wir sollen jetzt plötzlich Milch weniger liefern und oder der Preis geht vielleicht runter. Das ist natürlich schon blöd für uns. Wir leben davon und jetzt, du willst halt auch den für deine Arbeit was haben und nicht jetzt plötzlich wieder weniger Milch oder weniger Preis haben. Noch bekommt Anton Sager seine Milch abgenommen, doch der Biomilchmarkt ist voll. Laut Molkerei übervoll. Wie sollen er und seine Kollegen jetzt die Milchmengen drosseln? Mehr an die Kälber verfüttern geht nicht. Funktionieren kann es eigentlich bloß, indem, wenn du ein paar Kühe im Prinzip zum Schlachten tust. Und das wollten wir nicht unbedingt. Artenschutz und nachhaltige Bewirtschaftung. Dafür haben beim Volksbegehren rund 1,7 Millionen Menschen ihr Kreuz gesetzt. Doch die Chance, auf Bio umzustellen, haben derzeit wenige Landwirte. Die Molkereien mauern. Wir haben in den vergangenen Monaten deutlich mehr Biomilch in der Anlieferung gehabt. Und damit sind die Rohstoffmärkte aktuell einfach gut bedient, sprich ausreichend versorgt. Nach der Sommerspitze wird die Situation für die Andechser Milchbauern wieder besser. Davon ist die Molkereichefin überzeugt. Doch mehr Biomilchbauern, wie es sich Verbraucher und Politik wünschen, verträgt der Markt noch nicht. Der Milchexperte der genossenschaftlichen Milchbauern dämpft die Erwartungen. Man tut sich leicht, auf politischer Seite, wo auch immer, zu sagen, Bio muss stärker wachsen. Auf der Erzeugerseite ist das kein Problem. Nach und nach wächst das, wenn die Erzeugerpreise passen. Wenn aber die Nachfrage nicht mitmacht, wenn also der Kunde nicht bereit ist, für Trinkmilch, für Käse in Bio-Qualität deutlich mehr zu bezahlen, dann funktioniert das nicht. Fazit der Branche, mehr Bio geht ohne Käufer nicht. Geht's in Geschäfte und nehmt's Bio-Sachen und nehmt's es regional. Und dann hoffen wir, dass kleinere Betriebe auch umstellen können. Seine Lösung steht direkt am Hof. Der Milchautomat. Regionale Biomilch für einen fairen Preis.